Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Don't Starve. Letzte Folge war relativ aufregend. Wir werden eventuell fast gestorben. Plus, wir müssen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Und ich habe mir da was aufgeschrieben. Müssen wir selber nochmal durchschauen. Von TCP98. Ich hoffe, ich habe den Nick auch richtig aufgeschrieben. Ich soll mal beim Aufheben von Sachen die Leertaste drücken. Schauen wir nochmal. Aha! Moment, das möchte ich nochmal lesen. Das stimmt eigentlich, das ist eine Mutter. Okay, also der tut automatisch die Sachen dann aufsammeln. Das ist gut zu wissen. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ach so, und noch ein Tipp. Ich weiß ja, dass da unten sich der Gubbel-Gubbel rumtreibt. Und eine Chance, ihn zu töten, nachdem ich noch keine Betäubungspfeil habe, ist ihn rauszulocken, ab in den Sumpf und ihn von den Tentakeln töten zu lassen. Dazu muss ich sagen, das ist eine exquisite Idee. Das werden wir auch bei Zeiten tun. Stein. Aber noch nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal unser Überleben sichern. Ich habe nachgeschaut, diese Gears. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Kriegt man nur... War hier hinten? Nein. Wenn wir diese mechanischen Viecher töten, zum Beispiel, was ist denn, dieser Bischof oder dieser Ritter. Aber da haben wir noch keinen gefunden. Wir haben bisher bloß Spinnen en masse gefunden, beziehungsweise... Stimmt, ja, diesen Stein, der nach unten führt wahrscheinlich. Aber naja, Und noch etwas, und zwar... Jetzt muss ich... Kann man das mal rausholen? Nimmst du es auf? Yippie! Er nimmt es auf! Wie geil ist das denn? Okay. Und zwar scheint es, wenn ich etwas baue, könnte ich hier etwas dazu bekommen. Das können wir doch gleich mal testen. Und zwar... warte mal. So nicht. Aber wir können ja Dinge bauen, die wir ganz dringend brauchen. Und zwar... Ach stimmt, dafür brauchen wir erstmal Gold. Was ich natürlich nicht habe. Vielleicht habe ich auch nicht, um ihn zu füttern. Das heißt, ich müsste jetzt hier rüber gehen. Und ein paar Steine verkloppen. Ich glaube, das mache ich auch. Oder kann ich eventuell noch einen Rucksack bauen? Science Maschine. Natürlich kann ich das nicht. Können wir alles hier liegen lassen. Und dann begeben wir uns einfach auf den Weg. Und hoffen, dass uns nichts passiert. Ah, der Pilz ist da unten drin. Es sollte uns nichts passieren. Es darf uns nichts passieren. Ich würde dieses Let's Play gerne etwas weiter fortführen. Nicht direkt wegen des Wahnsinns verlieren, der hier überall schon leichte aus... Oh Gott, das nächste Spiel wieder. Der hier schon sich etwas ausbreitet. Was haben wir denn? Holz haben wir zum Glück jede Menge. Essen reicht auch noch aus. Ja, doch. Nicht auf das Spinnengebiet draufkleben. Sonst kommen die raus. Und das möchte ich auf keinen Fall. Und natürlich nur Nitrit, kein Gold. Warum auch? Man könnte mir das Leben ja einfach machen. Ich würde ziemlich gerne das Grab hier ausplündern, aber ich würde... Was war das? Okay, neue Blümchen einsammeln, neue Blümchen einsammeln. Und hoffen, dass ich hier irgendwas finde. Aber meinem Glück eher nicht, oder? Nein, Sackgasse. Nicht mal ein Steinchen, nein, aber noch. Okay, zumindest ein weiteres Blümchen. Nachdem hier unser Blumenkranz höchstwahrscheinlich bald den Geist aufgeben wird. Mitgenommen. Es wird langsam auch wieder dunkel. Das ist natürlich weniger gut, aber... Hab ich ein Schwein gehört? Hey, hier sind auch Schweine. Die sind echt überall. Ich möchte nicht sagen, dass es böse ist. Es ist gut. Ich glaube, 12 Stück bräuchte ich davon. Und noch mehr. Achso, da war der Altar, wo ich mich wiederbeleben konnte. Zum Glück, muss ich sagen.
Sonst wäre das jetzt mit ihm schnell vorbei gewesen. Ich meine, ich habe gemeint, ich möchte mit dem... Ist er wieder da eventuell? Schade. Ich möchte noch mit diesem Franzosen. Mit El Muskelcote de la Grande. Hallo, warum? Und zum Geier hast du jetzt die Spinnen angegriffen? Ich verstehe dich nicht. Komm, smash sie. Moment, habe ich irgendwie... Ich habe noch eine Axt, da kann ich nur mithelfen. Nein, Hilfe. Haut aus, Viech. Dankeschön. Oh ja. Der aufheben? Achso, das kann ich nicht, natürlich. Warum soll ich das jetzt auch aufheben können? Warte mal. So rum. So rum. Ah, und mit dem... Alles mitnehmen. Oh Gott, das ist zu viel. Das ist zu viel. Da könnt ihr jetzt alleine zurückkommen. Ich gehe nach Hause. Ich muss nach Hause. Ich habe doch gerade so viel Sanity wieder. 142, geil. Ja, bei, komm, den Stein können wir noch kaputt hauen. Jetzt möchte ich doch mal wissen, was da drin ist. Da. Ja. Und das, was ich mir gedacht habe. Aber ja, ist schon gut. Moment, ich hab. Oh mein Gott! Nein! Oh Gott, was ist? Oh nein! Scheiße! Was? Warum? Nein! Das wollte ich doch nicht, nein, Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Ihr Elendigen! Dang it! Lass mich mal. Okay. Ich gebe zu, das war eine böse Überraschung, eine ganz böse. Ich hab, oh Gott, komm her, komm. Keine Spinne darf sich hier aufhalten. Ich brauche einfach nur Gold. Ich brauche einfach nur Gold. Hier, komm, noch einen Kackhaufen legen. Ach, ich habe sogar drei Samen noch übrig. Komm her. Verdammt. Bleib nochmal, bleib mal offen stehen. Dankeschön. Ja, komm, wir stehen. Monster Meat, nee. Nicht gut, gar nicht gut. Auch eben davon nicht schlecht wird. Ja, hallo. Hier, guck mal. Feuer, dir muss es gut gehen. Dir muss es doch einfach gut gehen. Apropos, wir könnten eigentlich Karotten. Das kannst du mal abernten und wieder was Neues reinhauen. Ich bin immer noch begeistert davon, dass wir diese Stelle hier gefunden haben. Okay, wir könnten ja noch den hier noch kurz abmachen. Ja, das geht, das geht. Einsammeln, alles einsammeln. Leg das doch mal bitte hier hin. Und wieder zurück. Spinne, geh weg von meinen Sachen. Gehst du weg von meinen Sachen? Halt, die brauchen wir. Ein bisschen was nachschüren. Puh, ja. Und wir haben tatsächlich eine weitere Nacht überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es getan. Puh, ja. Aber wer hätte gedacht, dass da auf dem rauskommen? Ja, ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir tun dann nach hier hinten mal expandieren oder mal rumschauen. Weil es kann nicht sein, dass ich jetzt, also, das Flint-Problem gelöst, aber das Gold-Problem nicht. Ich kann mal schauen, ob man Monsterfleisch frisst, aber ich glaube, das war nicht so. Müssen wir einen Hasen oder so töten, aber... Spider-Glue, nein, da können wir richtige Salben draus machen. Das mal aufheben. Popcorn. Denn nur als Korn wäre nicht poppig genug. Steinbaum auch nicht, können wir hier hinlegen. Das kann alles, genau, wir probieren es mal aus. Monster Meat, einmal kochen bitte. Aber ich glaube, wir haben es schon ausprobiert.
glaube, wir haben es schon mal ausprobiert. Ja, komm auf die Straße und los geht's. Jaha. Dann müssen wir noch zwei Blümchen finden. Oder? Yep, noch zwei sind's. Guano. Was heißt das Ding Guano? Hier, ich habe was Leckeres für dich. Ah, dang it. Dann hier. Guano. Ja, warte mal, Guano ist... Guano ist wieder was anderes. Guano ist doch das von den... sag's mal. Spitzhacke machen. Ich bin jetzt ab. Von den Fledermäusen. Oh mein Gott, was kann ich mit Guano anfangen? Natürlich. Popcorn essen. Und noch etwas Nitrit natürlich. Nichts in dem Sinne, was ich brauchen kann. Dang it. Okay, komm, mach mal den kaputt. Und wieder kein Gold, oder? Also langsam glaube ich es wirklich. Ich habe ja auch keine Hasen oder irgendwas in dem Sinne. Zack. Dann müssen wir nach rechts rüber. Bleibt uns keine andere Wahl. Ein bisschen Guano aufheben. Für irgendwas wird es ja mal gut sein. Ich hoffe mal, es ist mehr wert als nur einfach. Das war ich jetzt eigentlich nicht. Nein! Nein, 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 nein. Work in progress. We are still working on the cave. More content are tuning. Ach genau, aber wo? Content. Ich glaube, ich hau die Folge heute raus und am selben Tag, wo diese Folge rauskommt, soll theoretisch auch ein Content-Patch kommen. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Ja, schon wieder Hunde. Mir gefällt es nicht, wenn ich Hunde höre. Oh, Hallöchen. Natürlich euch, Junge. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, komm. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Punch him. Tja, elendiger Drecksköter, aua! Schnell! Schnell! Flucht! Flucht! Nein, ich muss ihm helfen! Ich muss dem Mist verhelfen! Autsch! Hier, ist das. Ja, es ist Foodie. Foodie kannst du gebrauchen. Schon wieder? Muss ich jetzt... Muss ich aus dem Nitrit was machen, oder was? Okay, wir haben zumindest mal den Angriff überlebt. Blümchenficken. Aber leider immer noch nicht genug. Ja! Das 12. Blümchen. Bingo und wieder Gräber. Hey. Als ob wir nicht schon genug Gräber hier hätten. Ich könnte noch einen weiteren Stein gebrauchen. Das wäre jetzt echt ganz, ganz toll. Das Spiel würde mir einen riesigen Gefallen tun. Ach, deswegen macht es nicht wahrscheinlich. Nee, nee, nicht mit dir. Weil für jeden anderen würde ich was machen, aber nee, nicht für dich. Nee, nee. Nee, nee, das kommt jetzt nicht ins Haus. Lass mir jetzt sagen, dass hier. Ja. Nichts ist, was ich so brauchen kann. Oh mein Gott, wir haben verdammt viele Lebenspunkte verloren. 20. Ich brauch Gold. Oder Fleisch. Goldenes Fleisch. Oh man, Lightning ist nichts da. Nein, nicht da drauf. Heilende Salbe brauche ich Steine. Und Asche. Das wäre alles kein Problem. Wenn ich doch nur Wissenschaftsmaschine hätte. Gold Nuggets. Wo bin ich eigentlich gerade hin? Ich kann nicht mehr wirklich irgendwo hinlaufen, da die Zeit schon wieder rum ist. Ah. Puh. Drop. Ich kann nichts ohne Gold machen. Das regt mich jetzt gerade so ein kleines bisschen auf.
Aber nur ein kleines bisschen. Nitrit, was ist denn mit Nitrit los? Sag mal, Oxabelle, das ja, da gebe ich dir eigentlich vollkommen recht. Dann brauchen wir denn eine Schaufel. Ach Gott, jetzt kommt die Spinne da oben wieder. Guano, Hasenohren, Strohhüte. Stroh könnte ich natürlich machen. Use Science Machine to build. Natürlich. Komm hier weg hier. Jetzt mal ein bisschen aufräumen. Einmal hier. Einmal den ganzen Dung zusammentreiben. Das ganze Nitrit zusammentreiben. Sieht doch wesentlich besser aus. Okay. Dann verfeuern wir einfach mal zwei Scheitel Holz. Und denken uns einfach, warum? Warum? Ich meine, den Ring, den könnte man doch eigentlich auseinanderbauen und daraus Gold machen. Oder liege ich da so falsch? Naja. Wir haben jetzt eigentlich so ein Dung. Also wir könnten eigentlich, wenn wir nach unten gehen und keinen Erfolg haben, nach oben gehen. Und mal eine von diesen Beerenplantagen wegmachen. Doch, das klingt nach einem guten Plan. Wilka, wenn ich das hier anzünde, müsste eigentlich alles brennen. Puh. Wo führe ich Experiment Asche durch? Noch weiß ich es nicht. Und wenn du mir jetzt zu nahe kommst, dann kriegst du aber einen auf den Deckel. Ist ja klar, oder? Du auch, weg hier. Weg, pfui. Psch. Na, ein paar Karotten. Ja, es ist nicht mehr so lecker, aber es geht noch, es geht noch. Aber was wir noch machen können... Könntest du einen neuen machen. Den tragen wir jetzt einfach noch vor uns. Hey, hallo, hey. Genau, weg hier. Einfach nur weg hier. Ich bin doch am Feuer. Hier, besser? Ich stehe fast im Feuer. Obwohl ich aus... Was zum Henker? Nein, 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 nein. Nein! Pfui! Aus! Was sagt! Jetzt geht's mir schon wieder so gut und dann denkt sich der Schatten des... Nicht mit mir. Also ich sehe dich da oben. Glaub ja nicht, wenn du herkommst, ist nicht getötet. Achso. So. Don't worry, be flower power. Die ländige Mistviecher. Okay, ich halte mich bereit. Achso, ich muss eigentlich... ich muss doch die Steine noch ablegen. Das brauche ich nicht. Und das brauche ich auch nicht. Finn kann ich brauchen, das kann ich brauchen. Den Rest kann ich alles irgendwie gebrauchen. Los geht's! Mitnehmen. Renn. Oh, da ist ein Unglück passiert. Okay, das kann ich abfackeln. Hallöchen. Lalalala. Beachte meine Fallen hier nicht. Komm schon. Und einer von diesen Hasen wird schon reinkommen. Okay, jetzt wissen wir, wo wir uns einen Vorrat herbekommen. Die sehe ich ja auch da hinten. Aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen schneller vorangehen. Ein paar Steine liegen hier rum. Nach da unten wollte ich ja. Und die Wurmlöcher wollte ich jetzt noch nicht benutzen. Denn bei meinem Glück endlich wieder irgendwo.
wahrscheinlich genau dort, wo ich gar nicht hin möchte. So, pick mal auf. Okay, egal. Egal. Die nächsten. Ich brauche mehr Leben. Aber ganz dringend ganz viel Leben. Lalalala. Bin ein glücklicher Opa da. Faule, faule Schweine. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Was haben wir hier als Stein? Stein, Flint. Und natürlich wieder Nitrit. Das Zeug, von dem ich jetzt schon 5 Millionen habe. Mal nicht übertriebenerweise gesagt. Komm schon. Sei lieb. Ich habe keinen Bock, jetzt Tentakel-Territorium zu gehen, nur für Gold. Das würde eh sonst böse ausgehen. Okay, hier haben wir schon mal wieder eine Kante. Yay, wie ich diese Kanten liebe, auf denen nichts passiert. Ich jetzt. Ach, das macht wahrscheinlich hier so einen Bogen. Na gut, bin ich dabei. Bin ich dabei? Und wahrscheinlich kommt gleich irgendwie eine eine Abzeugung. Nein, das wäre natürlich zu schön. Sprache und. Ja, doch nicht. Okay, noch ein normaler Felsen. Oh mein Gott! Was sehen meine geplagten Augen dort? Ein kleines Goldnugget. Oh mein Gott, wir kommen voran. Ich breche vom Glauben ab. Wir kommen wirklich voran. Wir können etwas reißen. Wir können etwas machen. Wir werden wahrscheinlich gleich sterben, aber oh mein Gott, wir können etwas machen. Oh. Nein, ich bin nicht draufgetreten. Ich bin nicht draufgetreten. Ich hab 9! Was zum Henke war das denn? Ich hab doch. Da ist was Rotes. Okay. Das war jetzt ganz leicht bis arg unbeabsichtigt. Ich habe. Ich. Was? Lass mich raten. Ich habe auch mein Blümchen wieder verloren, oder? Natürlich habe ich mein Blümchen verloren. Oh mein Gott. Ja, so passiert es nun mal, wenn man die Tentakel im Boden nicht sieht. Also eine gute Lehre für euch, haltet immer Ausschau nach den Tentakeln im Boden. Ihr wisst nie, wann sie kommen, wo sie kommen und ob sie euch einfach mal so ins Gesicht tentakeln. Ich brauch zuerst mein Zeug. Alter Witzka. Aber hey, die Folge mit dem Roboter hat noch nicht aufgehört. Glück muss man haben, Glück muss man haben. Was haben wir denn? Da drüben war es irgendwo. Machen wir einfach mal so noch ein paar Blümchen ein. Und vielleicht können wir es ja immer noch verfüttern. Und du bist schuld, du hast mich abgelenkt, Schweinchen. Hier. So. Irgendwo, nein, nicht, ich bin unschuldig. Autsch! Was zum Henker? Nein! Warum? Warum? Ah, Schmerzen. Okay. So viel mal dazu. Ich bin jetzt ganz leicht sprachlos. Ich meine, wir haben jetzt die Bibliothekarin, das ist auch nicht schlecht. Und ja, ich glaube, in der nächsten Runde geht's dann mal mit El Mucho de la Grande, Mr. Strongman, weiter. Greifen jetzt meine Leichen an, natürlich greifen die meine Leichen an. Okay. Denn noch eine Runde mit dem Roboter. Na, ich weiß nicht. Ich möchte auch ein bisschen mehr abwechseln, nachdem wir auch so viele Folgen immer nur Wilson gespielt haben.
Ich meine, zum Roboter kommen wir auf jeden Fall mal wieder zurück und den Spinnen geht's gut. Das hat einfach so eine interessante Map. Ich bin nicht mehr nach unten gekommen. Ja. Ein gutes hat's. Heute kommt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was ist ein Zweiteiler? Ich muss mal auf die Zeit schauen, ob es sich lohnt, einen Zweiteiler draus zu machen, ob ich wirklich einen Einteiler draus mache. Auf jeden Fall, wenn die Folge rauskommt, ist das neue Update schon da mit irgendwelchen. Irgendwas mit der Felsen lebt, keine Ahnung. Wahrscheinlich kommen dann irgendwelche Fels-Titanen, da muss man selbst beim Steiniklopf aufpassen. Aber naja, das werde ich wahrscheinlich das nächste Mal dann nochmal ausführlich sagen. Wenn wir dann mit unserem Muscleman, nee, warte mal, Strongman, was ist hier, Muscleman, Strongman rumhantieren. Deswegen, wie immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mich regt's gerade auf. Ich werde natürlich weitermachen, denn ich will auch mal länger überleben. Ein 10 Tage ist gut, beim anderen war es natürlich auch gut. Aber ich möchte mal was erreichen. Und die Spinnen nerven gerade im Hintergrund, deswegen sage ich, wie immer, ich hoffe, ihr habt Spaß. Zum 10. Mal wahrscheinlich schon. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Und wie immer, tschüssi.